Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie herzlich zu dieser Abendveranstaltung hier im Auditorium und zu Hause an den Monitoren, denn auch heute bieten wir die Veranstaltung wieder als Livestream an. Es ist heute die zweite Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe Alltag unter deutscher Besatzung in Europa 1939 bis 1945. Diese Reihe bieten wir in Kooperation mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas an. Und wir haben sie gemeinsam konzipiert mit Professor Dr. Tatjana Tönsmeier vom Historischen Seminar der Bergischen Universität Wuppertal. Unser Thema heute: Erfassung, Pflicht, Zwang. Arbeitskräfte als Ressource unter deutscher Besatzung in Europa. Ich begrüße herzlich unsere Referentin, Professor Dr. Elisabeth Harvey. Außerdem begrüße ich Privatdozent Dr. Mark Bugeln. Er wird die Moderation der Veranstaltung übernehmen. Kurz zum Ablauf. Nach dem Vortrag und einem kleinen Podiumsgespräch gibt es wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen, hier im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause schriftlich per Mail. Die E-Mail-Adresse wird während der Veranstaltung mehrfach eingeblendet. Diejenigen, die hier im Saal Fragen stellen möchten, bitten wir, zum Mikrofon zu gehen, hier auf der linken Seite von mir aus, damit Sie im Livestream auch gehört werden können. Und bitte legen Sie in diesem Fall auch wieder die Maske an, am Mikrofon selbst und auf den Sitzplätzen können Sie die Maske wieder abnehmen. Ich möchte Ihnen kurz Herrn Bugeln vorstellen. Zurzeit nimmt er die Vertretung der Professur für Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte an der Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr in Hamburg, war. Im Mai dieses Jahres hielt er seine Antrittsvorlesung an der Humboldt-Universität zu Berlin als Abschluss des Habilitationsverfahrens. Zwei Publikationen von ihm möchte ich in unserem Zusammenhang heute besonders hervorheben. Arbeit und Gewalt, das Außenlagersystem des KZ 9 Gamme, das ist der Titel seiner Doktorarbeit. Und 2014 hat er gemeinsam mit Michael Wild den Band herausgegeben, Arbeit im Nationalsozialismus. In diesem Band ist ein Aufsatz von ihm enthalten, in dem er sich mit dem Thema unfreie Arbeit im Nationalsozialismus auseinandersetzt und sich mit Begrifflichkeiten und Vergleichsaspekten zu den Arbeitsbedingungen im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten befasst. Herr Bugeln, ich darf Sie nun bitten, die Einführung zu übernehmen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mal wieder in Präsenz Leute begrüßen zu dürfen. Und besonders freue ich mich, Ihnen Liz Harvey vorstellen zu dürfen. Und da sie ein großes Fotoprojekt auch macht, habe ich auch viele Fotos mitgebracht. Ich dachte, das ist passend. Ich weiß nicht, ob du das auch so findest. Ich hoffe doch. Es ist mir jedenfalls eine besondere Ehre, Sie vorstellen zu können, denn Liz Harvey ist ohne Zweifel eine der bedeutendsten britischen Historikerinnen, wenn es um die deutsche Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch insbesondere um die Geschichte des Nationalsozialismus geht. Sie ist seit 2005, also nunmehr seit 16 Jahren, an der Universität in Nottingham. Habe ich auch ein schönes Bild mitgebracht. Und sie ist dort Professorin für Geschichte. Sie hatte zuvor Stellen an den Universitäten Liverpool, Salford und Dundee inne. Und sie hat im Jahr 1987, das ist schon lange her, an der Universität Oxford promoviert mit einer Studie über Jugend- und Wohlfahrtsstaat in der Weimarer Republik. Sie hat in der Zeit zwischen der Promotion und der Professur insbesondere zur Geschlechtergeschichte in Deutschland publiziert, was sie auch danach noch getan hat, aber hier zumindest zwei Bände, die daraus hervorgegangen sind, zwei wichtige Sammelbände.
Sie war mehrfach Gastwissenschaftlerin an der Universität Wien und von 2014 bis 2017 war sie die Vorsitzende der German Historical Society in Großbritannien. Sie ist in einer Vielzahl von Beiräten aktiv, unter anderem des Editionsprojekts Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, weswegen sie auch gerade hier in Berlin ist. Sie ist auch im Beirat der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, der österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften und der Women's History Review. In der Erforschung des Nationalsozialismus hat sie sich vor allen Dingen einen Namen mit einer Studie über die Rolle von Frauen bei der Germanisierungspolitik in Osteuropa gemacht. Das war die vorherige Folie, da habe ich falsch sortiert, die ja breit rezipiert wurde und sowohl in Deutsch wie in Englisch erschienen ist. Kurz abschließend zu ihren aktuellen Forschungsprojekten. Das ist zum einen, zusammen mit Maiken Umbach arbeitet sie an einem Projekt zur Geschichte der Fotografie in Deutschland des 20. Jahrhunderts, das sich insbesondere mit dem Verhältnis von Berufs- und Amateurfotografie im nationalsozialistischen Deutschland beschäftigt. Darüber kam es auch zu einer Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte und dem dortigen Großprojekt zur Geschichte des Privaten im Nationalsozialismus, wo jetzt auch gerade ein großer Band bei Cambridge erschienen ist. Zum heutigen Thema, auf das sie gekommen ist, würde ich vermuten, weil sie seit 2013 Mitglied bei der Historikerkommission, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingesetzt wurde, zur Erforschung der Geschichte des Reichsarbeitsministeriums in der Zeit des Nationalsozialismus. Im Rahmen der Mitgliedschaft hat sie mit der Erforschung der Zwangsarbeit aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive begonnen, auf die, wie ich denke, der heutige Vortrag im Wesentlichen aufbaut. Von 2017 bis 2020 wurde diese Forschung durch eines der begehrten Leverhelm Major Research Fellowships gefördert. Und ich bin gespannt auf deinen Vortrag und übergebe das Wort. Danke, Marc, für diese tolle Einführung. Das war, also, naja, wirklich, also, this is your life sozusagen, also ein bisschen, also sehr schön, Dankeschön. Also danke auch an Herrn Damaris und ich würde auch gern Tatjana Turnsmeier danken für die Einladung und auch Frau Buchholz, Frau Riedle, also alle an der Topo und auch die Bibliothekare und Bibliothekarinnen, die auch, also ohne die Bibliothek hier wäre vieles viel schwieriger gewesen. Ja, ich gucke, ob ich das... Ja, okay. In der ersten Veranstaltung dieser Reihe über Alltag unter deutscher Besatzung wurden verschiedene Themen angesprochen, die auch für das Thema Arbeit relevant sind. Dass die Gesetze und Verordnungen der Besatzer den Alltag unter Besatzung bestimmen, dass die Anwendung von Zwang und Gewalt als ständige Möglichkeit hinter diesen Verordnungen stand, dass Kooperation durch einheimische Eliten mit dem Besatzer eventuell solchen Zwang abpuffern oder abwenden kann, dass alle, die unter Besatzung lebten, sich mit unbekannten Situationen arrangieren mussten. Mein Fokus heute ist die Arbeitseinsatzpolitik, die von den nationalsozialistischen Besatzern durchgesetzt wurde. In manchen Ländern waren auch einheimische Eliten in der Umsetzung dieser Politik involviert. Ich frage insbesondere nach den Auswirkungen dieser Politik auf die Männer und Frauen, die vor Ort in den Ländern gearbeitet haben, im Gegensatz zu denjenigen, die für die Arbeit im Reich rekrutiert wurden, ob eher freiwillig oder eindeutig unter Zwang. Angesichts der enormen Vielfalt der Arbeitsformen und der Kategorien von Arbeitskräften beschränke ich mich heute auf Beispiele aus einer Auswahl besetzter Territorien in Ost- und Westeuropa, aus dem Protektorat, aus den annektierten polnischen Gebieten Ostoberschlesien und Danzig-Westpreußen, aus Belgien und aus Frankreich. Und ich beziehe mich nur auf Arbeit im Bereich der
industriellen Produktion und Konstruktion für Wehrmachtszwecke. Die Arbeit für den Feind in der Heimat ist weniger erforscht als der Ausländereinsatz in der Wirtschaft des Deutschen Reichs, der mit Ausbeutung und Zwang in massivem Ausmaß durchgesetzt wurde. Der stärkere Fokus auf Zwangsdeportationen ist verständlich. Zwangsdeportation stellte ein offensichtliches und spektakuläres Unrecht dar und wurde von den betroffenen Männern und Frauen als massiven Bruch erlebt. Im eigenen Land für die Deutschen zu arbeiten, war im Vergleich dazu kein solcher Bruch. Es ging für viele Arbeitskräfte um Adaption an Verluste, zum Beispiel von Gewerkschaftsfreiheit, und neue, oft erschwerte Bedingungen einher, aber man wurde nicht aus den bekannten Zusammenhängen in der Heimat herausgerissen. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass auch eindeutige Zwangsarbeit in großem Ausmaße in den besetzten Ländern stattfand. Aber die Geschichte der Arbeit unter nationalsozialistischer Besatzung ist nicht nur die Geschichte von Zwangsarbeit. Letzte Woche auf einem Workshop gab es einen Austausch zwischen Historikern darüber. Einer, Deutscher, ermahnte, man darf nicht vergessen, dass Millionen mehr Zwangsarbeit in ihren eigenen Ländern geleistet haben als im Reichseinsatz. Der andere, Pole, antwortete, ja, wir dürfen aber nicht vergessen, dass viele in der vertrauten Umgebung arbeiten konnten. Und er erzählte von seinem Großvater, der zur Arbeit radeln konnte und jeden Abend wieder zu Hause sein konnte. Inzwischen ist die Arbeit für den Feind in der Heimat in 9 Studien öfter thematisiert. Es gibt Aufsätze und Monographien, das ist nur eine Auswahl, zum Beispiel über den Bergbau in verschiedenen besetzten Ländern, Tanja Penta über Donbass, Sabine Ruta über Slowenien, über die Organisation TOT in Frankreich und Italien, Fabian Lemmes, vergleichende Studien über die Arbeitsverwaltung in den besetzten Gebieten, Carsten Linne und andere, auch aus dem Projekt über die Geschichte des Reichsarbeitsministeriums, das Marc gerade erwähnte, und über die Rezeption nationalsozialistischer Sozialpolitik im Ausland. Und gerade im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Schöneweide läuft eine Ausstellung über Rotspanier, die Zwangsarbeit neben anderen Orten auch im besetzten Frankreich leisteten. So ein paar Bilder der Bücher, aber wie gesagt, nur eine Auswahl. Im Folgenden möchte ich 4 Fragen nachgehen, die aus diesen Studien hervorgehen. Erstens, wie war die Arbeit unter Besatzung von Pflicht und Zwang gekennzeichnet und wie kann man Arbeitspflicht und Arbeitszwang unterscheiden? Dieter Pohl bemerkt dazu, dass man grundsätzlich zwischen Arbeitspflicht und Arbeitszwang unterscheiden muss, und ich zitiere Pohl, eine Arbeitspflicht galt für die meisten Bewohner der besetzten Gebiete. Das heißt, sie mussten sich bei Arbeitsämtern registrieren lassen, konnten nicht immer den Arbeitsplatz frei wählen, hatten je nach Besatzungsgebiet wenig Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen zu beeinflussen, riskierten scharfe Disziplinierungsmaßnahmen im Falle von Verweigerung, aber erhielten eine reguläre Entlohnung und waren nicht in Lagern kaserniert. Zitat Ende. Die Zwangsarbeit dagegen kann man mit Bezug auf bekannte Formulierungen von Max Böhrer, auch von Mark Buckeln und anderen Forschern definieren, wobei Bedingungen wie Deportation und Kasernierung fern von der Heimat eine wichtige Rolle spielen. Vor allem werden oft 2 Kriterien für die Zwangsarbeit assoziiert, mit der Zwangsarbeit assoziiert. Als erstens die Unauflöslichkeit des Arbeitsverhältnisses auf absehbare Zeit, also Exit, und zweitens die Unmöglichkeit, die Arbeitsbedingungen zu beeinflussen, Voice. Darüber hinaus sind weiter zu differenzieren die noch extremeren Varianten von Zwangsarbeit, die man als Sklavenarbeit bezeichnen kann. Völlige Entrechtung, Nahrungsentzug, physische Gefährdung bis hin zu Tötung durch Schwerstarbeit. 2. Frage, kann man eine Konvergenz zwischen den Methoden der Arbeitskräftemobilisierung und Arbeitseinsatz in den verschiedenen Teils
Teilen Europas feststellen über die Zeit, kann man sagen, dass generell die Rekrutierungsmethoden überall im besetzten Europa im Kriegsverlauf sich radikalisierten und somit immer ähnlicher wurden? Oder blieb bis zuletzt ein wesentlicher Unterschied zwischen den Ländern, wo die Besatzer von Anfang an mit besonderer rassistisch begründeter Radikalität und Gewalt gegen die Bevölkerung vorgingen, vor allem Polen und die sowjetischen Gebiete, und anderen Ländern? Drittens, welchen Unterschied machte es, dass die deutschen Besatzer in einigen besetzten Ländern eine Kooperation mit einheimischen Eliten anstrebten? Was wollten und was konnten einheimische Verwaltungen in Bezug auf die Arbeitseinsatzpolitik erreichen? Viertens, in welchen Fällen und auf welche Weise diente die Arbeitseinsatzpolitik eher politischen, gesellschaftspolitischen, ideologischen Ziele eher als wirtschaftliche Ziele? Die Zuweisung von Arbeit war auch ein Mittel der Gesellschaftspolitik, zum Beispiel zur Gestaltung von Geschlechterverhältnissen. Die Arbeitseinsatzpolitik war auch ein Instrument zur Spaltung und Beherrschung der besetzten Bevölkerung. In bestimmten Kontexten versuchten die Besatzer die Loyalität und Neutralität favorisierte Gruppen mit besserer Arbeit oder mit dem Schutz vor Deportation zu erkaufen. Umgekehrt wurde gegen die Juden in besetzten Europa eine Arbeitspolitik praktiziert, die neben der reinen Ausbeutung der Erniedrigung und Degradierung diente. Im Folgenden geht es nicht um einen systematisch vollständigen Vergleich natürlich zwischen verschiedenen besetzten Territorien, sondern um ausgewählte Beispiele mit Schlaglichtern auf allgemeine Entwicklungen in unterschiedlichen Ländern in zwei Phasen des Kriegs. Erste Phase, hier geht es um die Arbeitslosigkeit als unmittelbare Auswirkung der Eroberung und die Erfassung der Bevölkerung zur Arbeit. Und in der zweiten Phase geht es um den Umschwung von Arbeitslosigkeit zum Arbeitskräftemangel und die Verbreitung, besonders ab 1942, von Arbeitsverpflichtung und Zwangsmaßnahmen. In Bezug auf diese spätere Phase frage ich, wie die Maßnahmen zur Zwangsdeportation ins Reich die Situation der zurückgebliebenen Belegschaften vor Ort beeinflussten. In den verschiedenen von der Wehrmacht besiegten und okkupierten Ländern führte die Besetzung zu wirtschaftlichen Stockungen und Produktionsunterbrechungen, Fluchtbewegungen und Massenarbeitslosigkeit. Das Phänomen der Massenarbeitslosigkeit bot den Besatzern eine Handhabe zur Kontrolle über die Wohnbevölkerung. Zum Beispiel mussten Arbeitslose sich bei den Arbeitsämtern melden, um Lebensmittelkarten zu bekommen. Die Arbeitslosigkeit konnte aber auch als Instrument der antisemitischen Verfolgung absichtlich herbeigeführt werden. Berufsverbote, Enteignungsmaßnahmen zerstörten den Lebensunterhalt der jüdischen Einwohner des jeweiligen Landes und schuf eine verarmte Reserve, die zu primitiver manueller Arbeit degradiert werden konnte. Zum Protektorat zuerst. Auch in Rest-Tschechei, nach der Besetzung zum sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren umgewandelt, wo die Besetzung im März 1939 ohne Kriegshandlungen vollzogen wurde, herrschte vorübergehend Massenarbeitslosigkeit. Die Abtrennung des Sudetenlands im Herbst 1938 schädigte die tschechische Wirtschaft und Anfang 1939 wurde in Rest-Tschechei 100.000 Arbeitslose gezählt. Unter deutscher Besatzung blieb zunächst eine tschechische Regierung unter deutscher Kontrolle im Amt. Die tschechischen Arbeitsämter funktionierten unter deutscher Aufsicht weiter. Sie übernahmen die Hilfszahlungen an Arbeitslose und erfassten zunächst arbeitslose tschechische Industriearbeiter für den Einsatz im Deutschen Reich. Sie mussten aber bald auch, da schon im Sommer 1939 die Vollbeschäftigung wieder erreicht war, die Zufuhr von Arbeitskräften für die Rüstungsindustrie vor Ort organisieren. Das Protektorat galt doch als Rüstkammer des Reichs. Die deutsche Arbeitseinsatzpolitik im Protektorat hatte auch volkstumspolitische Ziele. Laut dem Spruch von Karl Hermann Frank, Staatssekretär im Amt des Reichsprotektors, durften Deutsche nicht die Untergebenen von Tschechen sein. Frank sagte, der Deutsche ist immer der Herr.
So waren die Besetzer bestrebt, deutsche Arbeiter auf Kosten von Tschechen zu favorisieren. Allerdings in der Praxis blieben tschechische Manager in ihren Stellungen. Die Zahl der volksdeutschen Arbeiter wurde durch Einberufungen zur Wehrmacht verringert und Industriebelegschaften wurden gar noch tschechischer. Unter deutscher Besatzung erlebten tschechische Arbeiter im Protektorat deshalb eine gewisse Kontinuität in ihrer Arbeitswelt, allerdings bei verlängerten Arbeitsstunden, stagnierenden Löhnen, schlechter Ernährung. Ihre Gewerkschaften waren entmachtet, sie konnten per Dienstverpflichtung in andere Arbeitsstellen umgesetzt werden und sie mussten im Verlauf des Kriegs auch eine Verpflichtung ins Reich fürchten. Tschechische Juden dagegen, im Protektorat waren ca. 118.000, erlebten einen scharfen Bruch. Sie wurden schrittweise aus dem wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen und arbeitslos gewordene Juden, hier ein Bild von Wolf Grunes Buch aus Prag 41-42, arbeitslos gewordene Juden wurden zur Zwangsarbeit herangezogen. Die tschechische Regierung kollaborierte in diesem Prozess, indem sie schon im März 1939 den Prozess der wirtschaftlichen Exklusion in Gang setzte. Zu diesem Zeitpunkt hoffte sie, tschechische Arbeitslosigkeit vielleicht auf Kosten der jüdischen Bevölkerung abzuwenden. Die Zwangsarbeit, zunächst nur für männliche Juden, wurden in der Anfangsphase von den lokalen Behörden im Protektorat organisiert in Form von Straßenbau, Schneeräumen, Abfallentsorgung. Anfang 1941 wurde sie dann zentral geregelt und auch für Frauen verordnet. So, jetzt springen wir nach Polen. Zunächst Danzig-Westpreußen. Wie auch in anderen besetzten Gebieten begann die Arbeitseinsatzpolitik in den annektierten Gebieten Polens und im sogenannten Generalgouvernement mit der Erfassung der Arbeitslosen. Hier wurden gleich nach dem Einmarsch der Wehrmacht mit der Errichtung von deutschen Arbeitsämtern begonnen. Und auch hier mussten Arbeitslose sich melden, um eine Unterstützung zu bekommen. Aber im Vergleich mit anderen besetzten Gebieten in der Anfangsphase des Kriegs wurde in Polen Pflicht und Zwang sehr schnell eingeführt, allerdings gesetzlich und in der Praxis unterschiedlich geregelt, gegen die nichtjüdischen Polen und die polnischen Juden. Für nichtjüdische Polen galt nicht nur die Arbeitspflicht und das Verbot des Stellenwechsels ohne Erlaubnis des Arbeitsamts, sondern auch ein Sonderarbeitsrecht. Verband aus leitenden Stellungen mit beschränkten Rechten auf bezahlten Urlaub und andere Sonderzahlungen und verpflichtet zu einer sogenannten Sozialausgleichsabgabe, der Lohnabzug von 15%. Das besetzte Polen sollte aus deutscher Sicht Arbeitskräftereservoir für das Reich sein, aber er sollte auch vor Ort für die deutsche Kriegswirtschaft produziert werden. Zum Beispiel wurde bei Bydgoszcz, Deutsch Bromberg, im neu errichteten Reichsgau Danzig-Westpreußen eine Riesenanlage zur Sprengstoffproduktion errichtet, die Dynamit AG Bromberg. Hier wurden rauchloses Pulver, Nitrocellulose und Nitroglycerin produziert und Bomben und Granaten abgefüllt. Die Rekrutierung von Arbeitskräften für Dynamit war zunächst problemlos. Man suchte Arbeiter für den Bau der Fabrikanlagen und man fand sie in dem Pool der ca. 10.000 Arbeitslosen, die im Winter 39/40 in Bromberg beim deutschen Arbeitsamt dort gemeldet waren. Hier das Arbeitsamt Bromberg und die Menge der Arbeitslosen davor. Die Suche nach Leitungskräften und Facharbeiten war schwieriger. Leitungskräfte sollten Deutsche sein, Facharbeiter theoretisch auch. Allerdings stellte man in der Praxis auch Polen als Facharbeiter ein. Rechts ist ein Verpflichtungsbescheid aus dem Jahr 41. Hier wird ein 23-jähriger Pole zunächst für 3 Monate als Montageschlosser zur DAG, also Dynamit AG Bauleitung Bromberg, verpflichtet. Es scheint, dass die Rekrutierung eines Stammpersonals für das Werk mittels solcher Verpflichtungen erfolgt haben könnte,
und der Masse von Hilfsarbeitern, wie wir sehen werden, wurden im Verlauf des Kriegs immer mehr zu Gefangenen gegriffen, die zur Zwangsarbeit herangezogen wurden. Nun geht es ins ostoberschlesische Gebiet, auch ein annektiertes Gebiet. Auch im besetzten Polen sollte die Arbeitseinsatzpolitik volkstumspolitische Ziele verfolgen. In den annektierten Gebieten, die zur Germanisierung vorgesehen waren, auch Ostoberschlesien, galten polnische Arbeitskräfte als verfügbare Masse, quasi als notwendiges Übel, temporär geduldet. Im sogenannten Oststreifen Oberschlesiens, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie jetzt schaffe. Oberschlesiens, hatte die deutsche Arbeitseinsatzverwaltung eine Sicht auf polnische Arbeiter, die sie grundsätzlich als gerade noch zu tolerierenden Fremdkörper konstruierte. Hier ein Zitat aus dem Bericht des Arbeitsamtsleiters von Sosnowiec im Frühsommer 1941. Im Bergbau entsteht, sowohl nach der politischen wie nach der arbeitseinsatzmäßigen Seite hin, das größte Problem dadurch, dass es im Lauf der nächsten Jahre sehr schwer möglich sein wird, Ersatz für die hiesigen polnischen Bergleute zu bekommen. Es ist andererseits politisch nicht erfreulich, wenn in einem Grenzbezirk, wie es gerade der Arbeitsamtsbezirk Sosnowiec ist, sich rund 25.000 polnische Bergarbeiter mit ihren Familien befinden. Nochmal zu Sosnowiec, also das sind Fotos, aufgenommen vom Arbeitsamtsleiter selber und diesem Bericht über das Wirtschaftsleben in Sosnowiec, das war so in seinem Anhang. Juden in diesem Gebiet dagegen galten als Fremdkörper, die auf jeden Fall und bald zu entfernen waren, aber zunächst auszubeuten waren. In Ostoberschlesien ab Oktober 1940 ging die Organisation Schmelt daran, die jüdische Zwangsarbeit als Ressource für die Kriegswirtschaft systematisch auszubeuten. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Schmeltlagern, ob an den Reichsautobahnbaustellen oder angeschlossen an Rüstungsbetrieben, waren katastrophal. Nur diejenigen Juden und Jüdinnen hatten etwas erträglichere Bedingungen, die nahe ihren Wohnorten in Wehrmachtsfertigungsstätten arbeiten konnten. So, jetzt springen wir wieder und diesmal nach Westen, Belgien. Auch in Belgien, unter einem deutschen Besatzungsregime mit weniger radikalen politischen Zielen und Methoden als die deutschen Okkupanten in Polen, dienten kurzfristige Produktionsstockungen, Stilllegungen, Fluchtbewegungen und temporäre Massenarbeitslosigkeit im Zuge der deutschen Invasion den neuen Machthabern dazu, den freien Arbeitsmarkt in den gesteuerten Arbeitseinsatz umzuwandeln und die Erfassung von Arbeitskräften in die Wege zu leiten. Nach der Kapitulation Belgiens im Mai 1940 stieg die Arbeitslosigkeit auf 500.000 im Juli 1940, mehr als ein Viertel der Erwerbsbevölkerung. Aus der Sicht der Militärverwaltung und der belgischen Generalsekretäre, das waren die Spitzenbeamten in den Ministerien, die nach der Flucht in Belgien blieben, nach der Flucht der Regierung in Belgien blieben und mit der deutschen Militärverwaltung kooperierten, sollte die Wirtschaft schnell wieder in Gang gesetzt werden und die belgische Industrie für deutsche Kriegszwecke nutzbar gemacht werden. Belgische Arbeiter sollten zwar im Lande zur Arbeit im Interesse der Besatzer herangezogen werden, aber auf keinen Fall nach Deutschland zwangsdeportiert werden. So sollte ein spezifisch belgisches Trauma aus der Zeit des Ersten Weltkriegs nicht wiederholt werden. So sollten aber auch belgische Arbeitgeber ihre Belegschaften behalten. Die belgischen Generalsekretäre stellten sich gerne als die Beschützer der Belange belgischer Arbeiter dar. Allerdings ging die Praxis der kommunalen belgischen Arbeitslosenfürsorge
und ab Frühjahr 1941 des neuen belgischen Office National du Travail nicht nur mit einer verschärften Kontrolle über den zunehmend geregelten Arbeitsmarkt einher, sondern auch mit einem repressiven Druck auf vermeintlich arbeitsscheue Arbeitslose. Man sperrte ihnen die Lebensmittelkarten, man legte ihnen nahe, sich zur Arbeit ins Reich schicken zu lassen. Und schon im Jahr 1940 in einigen Orten gingen die belgischen Provinzbehörden dazu über, renitente Arbeitslose in Lager zu sperren und in Drainagearbeiten zu beschäftigen. So zum Beispiel in Overpelt in der belgischen Provinz Limburg im Februar 1940. Dieses Beispiel, Overpelt, zeigt auch, wie die Kampagne gegen angeblich asoziale belgische Arbeitslose mit der Verfolgung der Juden in Belgien zusammenhing. 1941 wurden in Overpelt auf deutschen Druck hin statt der vermeintlich renitenten Arbeitslosen Belgien einige hundert ausländische Juden eingesperrt und meist aus Osteuropa und zur Zwangsarbeit herangezogen. Dieses und andere Lager waren Vorboten der allgemeinen Einführung der Zwangsarbeit für Juden in Belgien durch die Militärregierung am 11. März 1942. Das war eine Woche, nachdem die Arbeitspflicht für Belgier in Belgien am 6. März 1942 eingeführt worden war. Also diese eine Woche Spanne und dann kommt die Zwangsarbeit für Juden. Die Generalsekretäre protestierten gegen die Zwangsarbeit von Juden belgischer Staatsangehörigkeit, vor allem gegen ihren eventuellen Einsatz außerhalb der belgischen Grenzen. Aber sie protestierten nicht gegen die Zwangsarbeit von ausländischen Juden, die in den folgenden Monaten von belgischen Office National du Travail implementiert wurde. Neben dem Einsatz innerhalb Belgiens, unter anderem im Bergbau und in Fabriken, wurden mehr als 2000 jüdische Männer auf die Baustellen des Organisation TOT am Atlantikwall in Nordfrankreich geschickt. Und das führt dann über zu Frankreich. Auch in Frankreich führte die deutsche Invasion zu einem scharfen Anstieg der Massenarbeitslosigkeit und der Kurzarbeit. Noch im November 1940 betrug die Arbeitslosenzahl 1 Million. Die neue Grenze, wie man sieht, zwischen der besetzten Nordfrankreich und unbesetzten Zone, wo mit Vichy, diese neue Grenze, die Massenflucht aus dem besetzten Norden und die Abtrennung von den hochindustrialisierten Gebieten Alsace-Lorraine und den beiden Departements Nord und Pas-de-Calais, die wurden zu Belgien geschlagen, verschärften die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. In Frankreich, in Form der Vichy-Regierung, trafen die Deutschen auf Kollaborationswillige, die den Aufbau der kriegsrelevanten Produktion im eigenen Land für die Besatzer als wirtschaftliche Strategie verfolgten und ein autoritäres System der Lohn- und Arbeitsmarktregulierung favorisierten. Wie in Belgien zeichneten sich bald auch in Frankreich die disziplinierenden Aspekte der Arbeitsmarktregulierung ab. Ein Kommissariat für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit im Vichy-Ministerium für Industrie und Arbeit wurde geschaffen. Und dieses Kommissariat kreierte einen Pflichtdienst für arbeitslose Männer. Auch setzte unter der Vichy-Regierung eine Diskriminierung gegen ausländische Arbeiter ein. Circa 50.000 männliche ausländische Flüchtlinge, darunter Juden aus Osteuropa und antifaschistische Flüchtlinge aus Spanien, die Rotspanier schon erwähnt, wurden in Arbeiterbataillons der sogenannten GTE erfasst, also Groupe de Travailleurs Étrangers, in primitiven Lagern festgehalten und zur Zwangsarbeit für öffentliche und private Firmen ohne Entgelt eingesetzt. Die Bereitschaft der deutschen Besatzer und der Vichy-Behörden, Arbeitslose zu erfassen und zur Arbeit vor Ort zu zwingen, war also in Frankreich gegeben.
Allerdings wird am Beispiel der Baustellen der Organisation Todt klar, dass zumindest bis 1942 verschiedene Varianten von Rekrutierung und Arbeitseinsatz gleichzeitig betrieben wurden. Französische Kriegsgefangene und Kriegsgefangene aus den französischen Kolonien wurden von Anfang an zwangseingesetzt auf diesen Baustellen. Aber es waren auch viele Freiwillige, Franzosen, die auf Zeitungsannoncen von Baufirmen reagierten und wegen der hohen Löhne bei der OT, die in den ersten Jahren des Kriegs tatsächlich viel höher waren als die Durchschnittslöhne in Frankreich, die schwere Arbeit, die sehr schwere Arbeit und langen Arbeitsstunden in Kauf nahmen. In den Küstenregionen, in der Nähe der Atlantikwall-Baustellen, meldeten sich so viele, dass andere Arbeitgeber bald über Arbeitskräftemangel klagten. Neben solchen genuin freiwilligen Rekruten, die zumindest bis 1942 ihre Arbeitsverträge auch kündigen konnten, forderte die OT weitere Arbeitskräfte vom Vichy-Regime. Und das Vichy-Regime lieferte, aber lieferte ausländische Arbeiter, darunter auch Rotspanier, damit französische Arbeiter geschützt werden sollten vor diesem Zwang. Ein Bericht von einem Rotspanier über seine Arbeit als Gefangener auf der Baustelle der U-Boot-Bunker von Bordeaux ab Oktober 1941, hier zitiere ich den Katalog von Rotspanier-Ausstellung, beschrieb die 12-Stunden-Schichten in seinen Worten ohne eine Minute Pause, nichts im Magen und seine Angst vor den SS-Wachmännern im Lager. Ich zitiere: Wir waren immer müde, hungrig und hatten immer Angst, ins Lager zurückzukehren. Und ab Frühjahr 1942, wie schon erwähnt, wurden Juden aus Belgien mit nicht-belgischer Staatsangehörigkeit zur Zwangsarbeit an der Kanalküste bei OT-Baustellen geschickt. Dann gehe ich zurück kurz. 2. Juli 1942 appellierte die Vereinigung der Juden Belgiens verzweifelt an den Generalsekretär im belgischen Innenministerium, Gérard Ramsay, und bat um seine Intervention. Ich zitiere: Dieser erzwungene Ortswechsel haben außergewöhnlich große Panik unter der jüdischen Bevölkerung verursacht und unsägliches Leid über zahlreiche Familien gebracht. Ende Zitat. Von dem Generalsekretär Ramsay ist keine Antwort, soweit ich weiß, überliefert. Ja, ich dazu nur kurz, also eine dieser Küstenbefestigungen, Küstenbauten, ein Lager für GTE-Arbeiter und ein Ausweis von einem Rotspanier, das ist wieder aus der Ausstellung. So, ich komme nun zur zweiten Phase, wo die Arbeitslosigkeit den Arbeitskräftemangel umschlug und wo es nun darum ging, die Arbeitskräftereserven auszuschöpfen. Dabei wurden die Industriebelegschaften immer diverser. Zeitversetzt wurde überall im nationalsozialistisch besetzten Europa spätestens ab 1941-42 der Arbeitskräftemangel zu einer Dauerkrise. Auf die Einstellung Fritz Sauckels als Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, GBA, im März 1942 folgten gigantische neue Zielvorgaben für die Zwangsrekrutierung neuer Zivilarbeiter für den Reichseinsatz aus den schon besetzten Gebieten in Ost und West und aus den neu besetzten sowjetischen Gebieten. Daraus entstanden bekannte verschärfte Konflikte zwischen dem GBA und seinen Beauftragten in den besetzten Ländern einerseits und andererseits den Rüstungsinspektionen, Organisation Todt und je nach einzelnen Besatzungsregime auch einheimischen Behörden und Arbeitgebern, die die Produktion vor Ort ausbauen wollten. Ab 1942 vermehrten sich in verschiedenen besetzten Gebieten Regelungen über die Dienstverpflichtung zur Arbeit,
Diese Maßnahmen bildeten den jeweiligen Rahmen für Zwangsdeportationen im Reich, aber, und das wird seltener vielleicht beachtet, sie dienten auch zur Beschaffung und Lenkung von Arbeitskräften vor Ort für die Produktion. Neben einem Standardrepertoire von Maßnahmen zur Auskämmung von Arbeitskräften aus weniger dringlichen Produktionsbereichen und zur Verlängerung der Arbeitszeiten wurde typischerweise eine Strategie der Substitution entwickelt. Frauen, Jugendliche, ältere Arbeiter sollten vor Ort die Lücken füllen, die die Zwangsdeportation von männlichen Industriearbeitern ins Reich gelassen hatten, und bei der Expansion und Intensivierung der Produktion die Belegschaften verstärkten. Ob unter diesen Bedingungen von akutem Arbeitskräftemangel auch jüdische Arbeitskräfte eine minimale Chance hatten, von der Deportation zurückgestellt zu werden, war sehr unsicher. Angesichts des Vernichtungswillens der deutschen Führung und der deutschen Machthaber vor Ort zeigten sich nur selten und vorübergehend solche Chancen. Zunächst kurz zum Protektorat. Dort zeigte sich schon 1940 ein Arbeitskräftemangel. In der Rüstungsindustrie wurden Arbeitszeiten verlängert. Der Pool der Arbeitskräfte wurde erhöht durch Lenkung von Arbeitskräften aus anderen Sektoren. Es waren verschiedene Maßnahmen in Angriff genommen zur Arbeitsverpflichtung, aber besonders drastisch und in den Erinnerungen der Tschechen offensichtlich sehr stark verankert, im Herbst 1943 eine vollständige Musterung des ganzen Geburtenjahrgangs 1924 beiderlei Geschlechts für die Flugzeugproduktion. Von diesen gemusterten 19-Jährigen sollte die Hälfte ins Reich geschickt werden, die andere Hälfte per Dienstverpflichtung an einen Arbeitsplatz in der Rüstungsindustrie im Protektorat eingesetzt. Obwohl eine solche Zwangsumsetzung oft mit einem Wohnortswechsel verbunden war, schien doch für die Betroffenen jeder Einsatz im Protektorat statt im Reich ein Glücksfall. 1944, als die Rüstungsproduktion in relativ luftkriegssicheren Protektorat weiter auf vollen Touren lief, wurde zunehmend bisher nicht erwerbstätige Hausfrauen für Fabrikarbeit herangezogen. Allerdings ging dieser verstärkte Einsatz der weiblichen Bevölkerung innerhalb des Protektorats zu Lasten der tschechischen und nicht der volksdeutschen Frauen. Volksdeutsche Frauen wurden aus volkstumspolitischen Rücksichten vor seelischer Beanspruchung in fremdvölkischer Umgebung geschützt. In Frankreich erließ die Vichy-Regierung im September 1942 eine Dienstpflichtverordnung für Männer und ledige Frauen. Im Februar 1943 kam das Gesetz über die STO, Service du Travail Obligatoire, für Männer. Und im Februar und März 1944 folgten weitere Dienstverpflichtungen auch für Frauen. Bei diesen Maßnahmen ging es nicht nur um die Beschaffung von männlichen Arbeitskräften für den Einsatz im Reich, sondern auch um die Verpflichtung von Männern und Frauen für die Arbeit in Frankreich als Ersatzkräfte. Auf den französischen Baustellen der Organisation TOT brachte das STO-Gesetz auch neue Zufuhr. Viele junge Männer meldeten sich für die OT zu diesem Zeitpunkt nach dem STO-Gesetz in der Hoffnung, einen Schlupfloch vor der Deportation ins Reich gefunden zu haben. Für manche ging diese Rechnung auf, für manche nicht. Zehntausende OT-Arbeiter wurden plötzlich im Juni 1943 nach Deutschland geschickt, um die zerstörten Staudämme im Ruhrgebiet wieder aufzubauen. Und seit November 1942 durften OT-Arbeiter nicht mehr legal kündigen. Somit wurden in dieser Hinsicht alle Arbeiter auf OT-Baustellen zu Zwangsarbeitern. Ab März 1942, wie schon gesagt, in Belgien erließ die Militärregierung gegen den Protest der Generalsekretäre Verordnungen zur Dienstverpflichtung zur Arbeit in Belgien.
im März und gegebenenfalls auch nach Deutschland. Das war im Oktober 1942. Sowohl Männer wie ledige Frauen waren betroffen. Aber interessanterweise im März 1943 wurde die Zwangsverschickung von belgischen Frauen nach Deutschland formell aufgegeben. Diese ungewöhnliche Umkehr geschah vielleicht aufgrund der belgischen Proteste. Die Generalsekretäre, der König, die katholischen Bischöfe, alle verurteilten ganz besonders den Abtransport von jungen belgischen Frauen als besondere Gefahr für die belgische Gesellschaft und die belgische Familie. Aber die Umkehr kam vielleicht auch deshalb, weil die deutsche Arbeitsverwaltung im Frühjahr 1943 aufgrund der Meldepflicht für deutsche Frauen im Reich mit Hunderttausenden zusätzlichen weiblichen Arbeitskräften für die Industrie rechnete und vielleicht deswegen auf die belgischen Frauen zu verzichten meinte. Zumindest einen Hinweis dieser Art habe ich schon gefunden. Stattdessen sollten belgische Frauen wie in Frankreich als Ersatz für deportierte Männer eingesetzt werden. Allerdings erfolgte der Einsatz von dienstverpflichteten belgischen Frauen für die Rüstungsindustrie in Belgien nicht ganz reibungslos. Zum Beispiel wurde im Sommer 1943 bei der Pistolenfertigung im deutschen Waffen- und Munitionswerk in Erstal bei Lüttich eine Ausfallsquote von 20% der Belegschaft berichtet, wegen Krankheit und unentschuldigten Fernbleibens. Die Rüstungsinspektion forderte daraufhin eine weitere große Zuteilung von 2000 Frauen für dieses Werk. Und da ist zunächst ein Fragebogen an eine verheiratete Klavierlehrerin, also um ihre mögliche Arbeitseinsatz. Und interessanterweise dieses Stempel, ein Dienst in Deutschland ist nicht beabsichtigt. Und dann ein tatsächlicher Verpflichtungsbescheid, wo Yvonne Anderkerk im September 1943 für diese Fabrique Nationale, diese deutsche Waffen- und Munitionswerk, verpflichtet wird. So, wieder in Polen. Auch im besetzten Polen, wo die Arbeitspflicht für die einheimische Bevölkerung schon längst etabliert war, seit Anfang der Besatzung, ergriffen Arbeitsämter und Bergämter angesichts des immer schlimmer werdenden Arbeitskräftemangels neue Maßnahmen, um die Belegschaften in den kriegsrelevanten Sektoren aufzufüllen. Im ostoberschlesischen Bergbau im Jahr 1943 wurden zum Beispiel in Sosnowitz, im Revier Sosnowitz, aufgrund neuer Maßnahmen zur Mobilisierung bisher und unterbeschäftigten Arbeitskräfte über 500 Frauen, davon 10% Deutsche und 90% Polinnen. Die wurden neu eingestellt. Die deutschen Frauen kamen fast nur in Büros und in die Werksküchen. Die Polen mussten dagegen schwere körperliche Arbeit über Tage leisten. Und auch eine zunehmende Zahl von Ostarbeiterinnen wurden in Lagern untergebracht und an Baustellen und über Tage bei den Gruben eingesetzt. Aber der gravierendste Kräftemangel blieb natürlich die rein männlichen Belegschaften unter Tage. Da konnte keine Substitution also durch Frauen erfolgen, zumindest nicht im Reich. Es wurden in den letzten Kriegsjahren neben den vorwiegend polnischen Arbeitern immer mehr britische Kriegsgefangene, italienische Militärinternierte und jüdische KZ-Häftlinge in den Gruben des Oststreifens zur Arbeit gezwungen. Also hier wieder die Karte mit dem Oststreifen in Weiß und dann nochmal ein Bild aus dem Album des Arbeitsamtsleiters Sosnowitz mit einer polnischen Familie.
Eine ähnliche Expansion und Diversifizierung der Belegschaft wies auch die Dynamit AG in Bydgoszcz auf, die im Januar 1944 fast 3000 Frauen und fast 4000 Männer beschäftigte. Neben Gefangenen aus dem nahegelegenen Frauenzuchthaus Fort Don wurden ab Sommer 1944 1000 weibliche jüdische Häftlinge aus dem KZ Stutthof eingesetzt, die in 6 von Stacheldraht umzäunten Baracken des Außenlagers, KZ-Außenlagers Bydgoszcz-Branau eingewiesen wurden. Hier also Ausweise für Arbeiter, eine Baracke, eine Lagerbaracke und rechts eine Gruppe von Arbeitern und eine Arbeiterin mit Munition. Man sieht irgendwie, wie diese Fabrik in den Wäldern so eingebaut wurde. Man würde gern mehr darüber wissen, ob und wie die unterschiedlichen Gruppen von Arbeitskräften in neu zusammengesetzten und zunehmend diversen Belegschaften untereinander kommunizierten und solidarisierten vielleicht oder eher atomisiert waren. Ein Fall von Solidarität ereignete sich bei Dynamit im Frühsommer 1943. Der deutsche Betriebsobmann, eine Baufirma in Bromberg, schrieb am 3. Juni 1943 an den Regierungspräsidenten in Fort Don, um sich über eine Aufseherin zu beschweren, die weibliche Strafgefangene auf einer Baustelle der Dynamit AG quälte. Ich zitiere: Es wurde täglich öfters beobachtet, dass Frauen von ihr ins Gesicht geschlagen, an den Kleidern gezerrt, gestoßen und schikaniert wurden. Nach Erkundigung bei der zuständigen Bauleitung wurde mir versichert, dass die Arbeitsleistung der Frauen zufriedenstellend sei. Mir ist es verständlich, dass Gefangene hart und streng, aber gerecht behandelt werden müssen. Da eine Beschwerde der Bauleitung in derselben Sache an die Lagerführung des Gefangenenlagers erfolglos war, fühle ich mich als Deutscher veranlasst, Ihnen, Herr Regierungspräsident, davon Mitteilung zu machen. Diese Intervention hatte 2 Konsequenzen. Die Aufseherin wurde entlassen, aber der Zuchthausdirektor bat die Firmenleitung für eine strengere Trennung der strafgefangenen Frauen von den freien Arbeitern zu sorgen. So, einige allgemeine Punkte und dann komme ich zum Fazit. Der Arbeitskräftemangel und die Konkurrenz um männliche Fachkräfte für die Rüstungsproduktion erzeugten im Verlauf des Krieges unter den Bedingungen der Besatzungsherrschaft keine neuen kollektiven oder individuellen Handlungsoptionen für Arbeitnehmer. So erstmal mein Argument. Das galt auch für diejenigen Männer und Frauen, die in der Heimat arbeiteten, zu Hause wohnten und in der gewohnten Umgebung einen bestimmten Rückhalt hatten, unerlässlich zum Beispiel beim Untertauchen. Verlängerte Arbeitszeiten, Transportschwierigkeiten, Knappheit von Lebensmitteln und Kleidung führten zu erhöhten Krankenziffern und trugen überall zu Spannungen und Verbitterung bei den Belegschaften. Offener Protest war selten. Andere Formen von Verweigerung häufiger, zum Beispiel langsame Arbeiten, das gab es zum Beispiel bei den OT-Baustellen, versäumte Schichten, also unentschuldigtes Fernbleiben oder sogar Flucht. Also angesichts offensichtlicher Versorgungsprobleme und erhöhter Krankheitsziffern kam es seitens der Arbeitgeber und der Besatzungsbehörden zu gelegentlichen Konzessionen und Fürsorgemaßnahmen. Solche Maßnahmen sollten zum Erhalt der physischen Arbeitskraft und zur Stabilisierung der Belegschaften dienen, so zum Beispiel durch Werksküchen oder besondere Lebensmittelzuteilungen. Allerdings bleibt der Eindruck bei solchen Interventionen, dass sie eher verspätete Reaktionen auf besonders gefährliche Zustände waren, als der Versuch, grundlegende Verbesserungen im Alltag der Arbeiter und Arbeiterinnen herbeizuführen. Also die Bilder hier, also oben rechts, ist ein Bild von
Werkswohnungen im Protektorat. Die Firma weiß ich nicht genau. Aber der Punkt ist, dass bei der Zuweisung von Werkswohnungen von den großen Industriebetrieben im Protektorat sollten eigentlich deutsche Arbeiter privilegiert werden. Interessanterweise konnte es aber vorkommen, dass Tschechen die Nutznießer waren, wenn Deutsche zur Wehrmacht einberufen wurden. Aber das möchte ich nicht als so allgemeines Phänomen darstellen, nur dass es schon mal vorkam. Sonst, also unten ist ein vielleicht Propagandabild wohl von einer Einlieferung in ein Arbeitserziehungslager im Protektorat. Plan an der Leinfeld. Und oben links ist schwer zu, also nicht lesbar, Entschuldigung, es ist ein Brief von der Dynamit AG Leitung und kündigt an die Errichtung eines besonderen Straflagers für das Werk. Also irgendwie, ja, diese Strafen und Disziplinierungsmaßnahmen waren sehr verbreitet. Trotz Propagandaversprechungen und Versprechen und symbolischer Gesten blieben die Reaktionen der Besatzungsbehörden auf Klagen oder Proteste vor allem repressiv. Bei Arbeitsvertragsbruch wurden Geldstrafen und Haftstrafen routinemäßig verhängt. In den ostoberschlesischen Gruben wurden sogenannte Gerichtstage abgehalten, wo hartnäckige Bummelanten vor den Augen der ganzen Belegschaft von der Gestapo verhaftet wurden. Sabotage, Streiks und offene Proteste kamen vor, wurden aber brutal unterdrückt und blieben vereinzelt. Nach dem Streik in Belgien im Mai 1941, der am ersten Jahrestag der deutschen Invasion im Stahlwerk Cockerill im Ostbelgien ausbrach und an dem Zehntausende teilnahmen, wurden Hunderte verhaftet. Ein Jahr später fanden in Belgien nur vereinzelt Demonstrationen wegen niedriger Löhne und schlechter Ernährungsverhältnisse statt. In Prag im November 1941 fanden im Flugmotorenwerk in Prag-Letnian eine Reihe von Sabotageakten statt. Danach wurden mehrere Beschäftigte hingerichtet. Für Zwangsarbeiter, die in geschlossenen Lagern untergebracht wurden, wurden Fluchtversuche meist durch Einweisung in Arbeitserziehungslager oder sonstige Straflager bestraft, wo die Verhältnisse lebensbedrohend sein konnten. Sorry, Plan an der Leinsitz ist der Name dieses Arbeitserziehungslagers. Die zunehmende Ausschöpfung der Arbeitskräftereserven hinderte nicht die Ermordung von Millionen von Juden aus allen Teilen des besetzten Europas, die in der Kriegswirtschaft als Arbeitskräfte hätten gebraucht werden können. Aus den OT-Lagern an der Kanalküste wurden über 1000 jüdische Zwangsarbeiter im Herbst 1942 nach Belgien zurückgebracht, um nach Osten deportiert zu werden. Von den Tausenden von jüdischen Männern in den GTE-Arbeitsbataillons in Frankreich kamen viele in die Deportationszüge, die im Sommer und Herbst nach Auschwitz fuhren. Aber der akute Arbeitskräftemangel führte in einigen Teilen des besetzten Osteuropas ab 1942 zu einem Aufschub der Tötung. Während dieser Frist sollten jüdische Männer und Frauen noch als Zwangsarbeitskräfte vor ihrer geplanten Ermordung ausgenutzt werden. Besonders lange hielt sich das System der Schmelzlager. Anfang 1943 arbeiteten noch Zehntausende von jüdischen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen in 177 Arbeitslagern der Organisation Schmelz im Sudetengau und in Oberschlesien. Diese Lager wurden dann in KZ-Außenlager umgewandelt. Im Jahre 1944, mit der weiteren Verschärfung des Arbeitskräftemangels in der deutschen Rüstungsindustrie, wurden immer mehr Juden und Jüdinnen als KZ-Häftlinge in der Rüstungsproduktion angesetzt, darunter auch in der Bombenproduktion der DAG Bomberg. So, Fazit.
Wenn man nach der eventuellen Konvergenz, also immer ähnlicher werden in der Arbeitseinsatzpolitik und die Arbeitserfahrungen in den verschiedenen besetzten Ländern im Verlauf des Kriegs fragt, ist es auf jeden Fall möglich, eine Art Konvergenz festzustellen, nämlich die zunehmende Bereitschaft der Besatzer, Zwang und Gewalt anzuwenden, um die letzten Arbeitskräfte in den Einsatz zu bringen. Ob letzte Reste von besserer Behandlung bis zum Ende der Besatzung in den Ländern blieben, wo zu Anfang mehr Rücksicht von Seiten der Besatzer geherrscht hatte, ist schwer auszumachen. Zum Beispiel in der letzten Kriegsphase bei den gewaltsamen Razzien zur Heranziehen von lokalen Einwohnern zum Schanzenbau an vielen Orten in besetzten Europa. Vielleicht ist dazu weitere vergleichende Forschung möglich, denkbar. Die Taktiken von einheimischen Verwaltungen sind vielsagend, nicht nur in Bezug auf Xenophobie, sondern auch in Bezug auf die Geschlechterpolitik. In Belgien und Frankreich versuchten die einheimischen Behörden, die eigentlichen Landsleute, Belgier, Franzosen, auf Kosten von Ausländern zu schützen. Und wenn die eigenen Männer nicht mehr vor der Arbeitsdeportation geschützt werden konnten, versuchte man, die Deportation von Frauen zu verhindern. Quasi als Versuch, zumindest in dieser Frage, den symbolischen Schutz des Mutterlandes aufrechtzuerhalten. Zuletzt würde ich trotz allgemeiner Konvergenz in den Methoden der Besatzer die extrem unterschiedlichen Bedingungen und Alltagserfahrungen innerhalb jedes besetzten Gebiets und im Verlauf der Zeit betonen. Diese Vielfalt konnte sich chronologisch entwickeln, so bei den OT-Baustellen, wo die Möglichkeit zu kündigen, wie gesagt, ab November 1942 verschwand und der Übergang zur Zwangsarbeit vollzogen war. Aber sie konnten auch zur gleichen Zeit, am gleichen Arbeitsort, nebeneinander existieren. So zum Beispiel die freiwilligen Rekruten zu den OT-Baustellen am Anfang der Besatzung in Frankreich, die neben den Zwangsarbeitern aus den GTE-Bataillons eingesetzt waren. Oder zum Beispiel im Fall der deutschen Baufacharbeiter 1943 bei der Dynamit AG in Bromberg, die auf der gleichen Baustelle wie die weiblichen Strafgefangenen arbeiteten und sich ermächtigt fühlten, gegen die Behandlung der Zwangsarbeiterinnen zu protestieren. So bleibt für mich ein Bild von Parallelwelten von Arbeit unter Besatzung, die sich manchmal, aber nicht immer berührten. Ja, erstmal vielen Dank. Ich würde es jetzt so machen, dass ich noch zwei, drei Fragen stelle und wir dann den Saal öffnen für die breitere Fragestellung. Ich weiß nicht, könntest du vielleicht noch sagen, wie weit du auch die polnischen Gebiete, die sozusagen nicht ins Reich eingemeindet wurdest und die Sowjetunion im Blick hast? Also sind da die Unterschiede zu Westeuropa nicht nach wie vor größer? Also du hast sozusagen jetzt vor allen Dingen Ostoberschlesien und dann sich Westpreußen genommen, die aber ja ins Deutsche Reich eingemeindet wurden und von daher schon anders behandelt wurden als jetzt der Regierungsbezirk Lublin oder irgendwie die besetzten sowjetischen Gebiete. Ist da nicht der Unterschied zwischen West- und Osteuropa größer, als das jetzt hier aufscheint? Also ich hoffe, dass ich schon einen Unterschied zwischen diesen eingegliederten Gebieten als Beispiele für Osteuropa, als Kontrabeispiel für Westeuropa dargestellt habe. Ich wollte irgendwie nicht zu viel Konvergenz irgendwie suggerieren. Aber du hast recht.
Ich hätte natürlich auch etwas über das Generalgouvernement und über die besetzten sowjetischen Gebiete sagen können müssen. Wobei man sagen kann, dass im Generalgouvernement sehr schnell von Pflicht zu Zwang, der Übergang war sehr schnell, die Gewalt bei den Razzien, um Arbeitskräfte zu deportieren, war schon im Februar, März 40 schon sehr deutlich. Und die Behandlung der Bevölkerung in den besetzten sowjetischen Gebieten war von Anfang an, das sind sehr große Gebiete. Ich denke zum Beispiel an Christian Gerlach, was er dann über Belarus schreibt. Also man hat den Eindruck zunächst von großer zwangsweise Einsatz der Einheimischen zu schweren körperlichen Arbeiten, Schneeräumen, Bauarbeiten und so weiter, alles im Herbst 41. Dabei aber auch Maßnahmen, die Lebensmittel Vorräte so zu manipulieren, dass man versucht, man hat sozusagen die Städte auch entvölkert. Und man hat versucht, irgendwie sehr streng und sehr schnell zwischen unnütze Esser und nützliche Arbeitskräfte zu unterscheiden. Das ist ein sehr weites Feld und ich habe ich würde es natürlich begrüßen, wenn andere es werden, über die besetzten sowjetischen Gebiete irgendwie vielleicht etwas sagen können. Aber ich würde dir recht geben, das Ausmaß der Gewalt von Anfang an in den besetzten sowjetischen Gebieten ist absolut extrem und verbunden natürlich auch mit dem Judenmord vor Ort, der sofort eingesetzt hat. Und gewisse, würde man sagen, Hemmungen waren erst gar nicht da. Mhm. Und würdest du nicht auch sagen, dass sozusagen die Politik des Hungers eine wichtige Rolle spielt? Also die Lebensmittelrationen in den besetzten Gebieten waren ja durchaus unterschiedlich und die Rolle, die Hunger beim Arbeitszwang gespielt haben. Also du hattest es ja auch gesagt, die Arbeitslosen mussten sich melden, um Essenskarten zu kriegen. Siehst du da eher eine Konvergenz oder Ähnlichkeiten oder größere Unterschiede? Also was mich sehr beeindruckt hat, waren die Beschreibungen des Hungers bei den polnischen Arbeitern im Oststreifen, wo die Lebensmittelrationen offensichtlich sehr viel schlechter waren als sogar in diesem westlichen Teil Ostoberschlesiens. Also da haben Arbeitgeber und auch Behörden, Teil der Besatzungsapparat, geklagt, dass es so nicht weitergehen kann. Also da war, mein Eindruck war nur, dass das Problem gesehen wurde, aber es kam alles viel zu spät und viel zu wenig. Werksküchen, wobei immer gesagt wurde, passe auf, dass die Arbeiter das Essen nicht nach Hause nehmen, damit die ihre Familien ernähren. Also die sollten es irgendwie vor Ort essen und es soll nur ihre Arbeitskraft stärken. Also ich denke, der Hunger war in diesem Teil Ostoberschlesiens ein absolut gegebener Fakt. Aber die Leute hatten keine Alternative. Also trotz Arbeit haben sie gehungert. Ja. Solche extremen Verhältnisse,
Ich bin mir nicht sicher, dass das überall so war im Wartegau, im Generalgouvernement. Ich denke, die Verhältnisse waren sehr unterschiedlich. Es kam bestimmt auch darauf an, ob man in einer Stadt lebte, aber auch Bezüge zur Landwirtschaft hatte. Mhm. Also ich denke, es ist, also ich möchte irgendwie nicht zu sehr verallgemeinern. Ich kann nur sagen, für die Bergarbeiter in diesem Teil Ostoberschlesiens war der Hunger ein absolut also überwältigender Faktor in ihrer Schwäche, in ihrer Krankheit, in der mangelnden Produktivität. Also alle Probleme, mit denen die Bergämter und die Manager worüber sie sich beklagten. Ja. Mhm. Und dann hast du ja mehrfach Arbeitserziehungslager erwähnt in den besetzten Gebieten. Also die Arbeitserziehungslager wurden im Reich 1940 geschaffen und waren praktisch ein Mittel, das langsame Arbeiten, Streiks der deutschen Arbeiterschaft zuerst verhindern und dann zunehmend der Zwangsarbeiterschaft. Sie wurden genutzt, damit die Arbeiter aus den Betrieben in dieses Arbeitserziehungslager gebracht wurden für 56 Tage und dann zurück in die Betriebe kamen. Nicht wie früher in die KZs, dann waren sie weg. Also man wollte die Arbeitskräfte behalten, aber mit gewaltvoller Erziehung dazu bringen, dass sie halt schneller arbeiten, nicht mehr streiken, die Form von Absenz sozusagen verschwinden. Das ist sozusagen, ist das Prinzip dasselbe in den besetzten Gebieten? Also gibt es da auch diese 56 Tage und ist es genau dasselbe Prinzip und gibt es das in allen besetzten Gebieten? Also mir ist noch wenig bekannt zu Arbeitserziehungslager in den besetzten Gebieten. Also ich habe versucht, das mehr rauszufinden. Es ist bestimmt noch mehr rauszufinden. In Sosnowitz war ein Arbeitserziehungslager, aber es war für Männer. Und man klagte darüber, dass es kein Lager für Frauen gibt. Es soll eines geschaffen werden. Ich habe bisher nicht herausfinden können, ob ein solches Lager für Frauen tatsächlich geschaffen wurde. Ich glaube, sie wurden, also es gab natürlich die Möglichkeit, Arbeitsvertragsbrüchige vor Gericht zu stellen und in Gefängnis zu bringen. Also das war eine andere Schiene der Bestrafung für Arbeitsvertragsbrüche. Und das ist bestimmt auch geschehen in diesem Territorium. Man findet in den Arbeitsamtskorrespondenz auch, also ich kann nicht genau sagen, ob genau dieselben Frist oder das, gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Aber ich weiß, dass es wurde darüber berichtet und auch irgendwie hin und her argumentiert, ob es ratsam sei zum Arbeitserziehungslager Auschwitz. Also es gab offensichtlich dort auch eine Abteilung, ein Arbeitserziehungslager. Und ein Arbeitsamtsbeamter sagte, ja, also Auschwitz ist also wie ein rotes Tuch für die Arbeit. Das wirkt, ja. Mhm. Aber in einem anderen Brief, ja, aber die kommen dann gar nicht mehr zurück. Oder sie kommen zurück und können nicht mehr arbeiten. Also das war so ein, die wussten das. Das war offensichtlich Teil ihrer Welt. Ja, dass es Auschwitz als Arbeitserziehungslager gibt, aber wenn man die Leute da hinschickt, dann kommen sie vielleicht gar nicht mehr zurück. In Belgien, da ist auch in der Zitadelle Lüttich ist ein Arbeitserziehungslager für Frauen. Das wurde nach verschiedenen Mahnungen, also wir brauchen eine Disziplinierungsmaßnahme für diese bummelnden Frauen in diese Fabrik National vor allem. Und die haben es tatsächlich geschaffen. Und es waren Hunderte, zu einem Zeitpunkt zumindest, Hunderte inhaftiert. Mhm. Aber mehr darüber habe ich noch nicht gefunden. Mhm. Und ja, spannend. Ja. Dann spielt ja die Geschlechterperspektive auch in deiner Forschung immer eine wichtige Rolle. Was würdest du sagen, ist der große Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Zwangsarbeitern im Umgang mit ihnen in den besetzten Gebieten selbst? Also was würdest du sagen, ist da der Unterschied im Umgang oder spielt das gar keine so große Rolle? Also so tolle Statistiken und Beweis
wie du das hast, habe ich nicht. Ja, ja. Aber ich meine, weil das so sozusagen mir zeigt, dass es, man soll die Frage stellen. Ich habe bisher nicht genug gefunden, um eine solche Frage richtig gut zu beantworten. Aber ich finde diese Szene, wo die, wo der deutsche Bauarbeiter sich entrüstet über die Behandlung von Frauen, okay, vielleicht hätte er sich genauso entrüstet über die Behandlung von Männern. Das kann man nicht sagen, dass das nicht der Fall gewesen wäre. Aber ich finde es trotzdem vielleicht bezeichnend, dass so eine gewisse so Ritterlichkeit oder besondere Entrüstung über die Behandlung von Frauen, vor allem die Frauen, die gut arbeiten. Ja? Also, so, wieso so, also das ist so unsinnig. Das war auch so seine Reaktion. Ich kann nicht sagen, ob die Zwangsarbeiterinnen bei Dynamit schlechter oder besser oder öfter starben. Also, nee, doch. Also ich weiß, dass die Mortalitätsrate zwischen Juli und Dezember 1944 sehr niedrig war. Also trotz schrecklicher Arbeitsbedingungen und bestimmt schrecklicher Unterkunft. Aber dann gingen sie auf den Todesmarsch und fast alle kamen um. Auch von 1000 vielleicht 40 überlebten. Ich stelle noch eine letzte Frage und dann öffne ich. Das ist sozusagen die große Frage. Wir diskutieren gerade mit Dirk Moses, mit anderen multidirektionale Erinnerungen, auch gerade über die Verbindungslinien zur Kolonialpolitik. Bei der Zwangsarbeit drängt sich das ja oft auf. Also gerade in Osteuropa, da wird von Sklavenarbeit gesprochen, von kolonialen Bedingungen. Was wäre dein erster Eindruck zu der Frage? Aber ich meine, nur das Problem ist natürlich, dass also ich versuchte mit einer großen Vielfalt von Formen von Arbeit in Europa innerhalb von einigen Jahren zu sprechen und fand, also ich denke, wenn man irgendwie über die vielfältigen Formen von unfreien Arbeit in den Kolonien über Jahrhunderte und in so vielen, ich weiß nicht, ob man so sinnvoll, natürlich, also das war auch dein Argument, also soll man die Sklaverei in den USA mit relativ niedriger Todesrate als sozusagen, Sklaverei gab es überall, und mit vielen, viel höheren Todesraten. Also es gibt Sklaverei mit niedrigerer Todesrate und dann gibt es diese Vernichtung durch Arbeit, wo es wirklich überhaupt nicht darauf ankommt, ob die Leute am Ende des Tages noch leben oder nicht, weil es sind immer mehr da. Und deshalb, ich bin etwas vorsichtig mit Vergleichen. Kann man gut verstehen.